Tja, Holzhacken ist schon was Schönes, nicht wahr? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dying Light: The Following. Und du hackst Bin zu jetzt. Hause, Bruder. Ja, du hackst jetzt noch ein bisschen Holz. Mach mal brav weiter. Und in der Zwischenzeit würde ich dann mal ganz vorsichtig sagen, lasst uns mal zum Quartiermeister fahren. Wenn er denn noch lebt. Ich weiß es ja nicht. Helfen Sie auch weiterhin den Kindern der Sonne. Okay. Ist jetzt keine spezifische Mission. Ich muss mal schauen, was wir dann da sonst noch im Angebot haben. Und zwar säubern Sie den Bereich. Nicht unbedingt die beste Idee. Gehen Sie zu der Adams Haus. Ja, Crash Boom Bang. Oh, sehen Sie sich die Absturzstelle des Flugzeuges an. Das klingt doch cool. Nicht unbedingt in der Richtung des Quartiermeisters, aber naja. Hoffnung besteht immer, dass wir dann noch irgendwas schaffen. So, schön in der Zwischenzeit ein paar Zombies plattfahren. Nein, nein. Lass den armen Typen in Ruhe. Tja, ihr Schweine, da habt ihr leider mit dem falschen. Ach, keine Wir Ahnung. möchten dich bitten, der Sache nachzugehen. Und zwar so schnell wie möglich. Es ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist ja fast wieder wie mit diesen Leuten bei Far Cry 4. Ach ja, auftanken. Wobei, wir haben momentan noch genug Benzin und auch das gleiche im Tank. So, jetzt geht's erstmal zur Tankstelle. Ich glaube, wenn man mit dem Fahrzeug einen Rammer tötet, kriegt man sogar ein Achievement. Aua. Ich müsste mal nachgucken, ob das wirklich so ist. Ich meine, es ist so. Okay, momentan scheint das Fahrzeug aber noch nicht gut genug aufgerüstet zu sein. Ja, da müssen wir uns noch was Besseres überlegen. Vorsicht, Vorsicht! Selbst schuld. Wer nicht hören will, muss fühlen. Oh Gott, diese Walachei hier. Uah! Ich habe irgendwie die Zeit total vergessen. Naja. Okay. Juhu. Egal, wo man aussteigt, sind direkt Zombies da. Habt ihr euch mal überlegt, ob ihr vielleicht einfach nur nervig seid? Wirklich was bringen tut das nämlich nicht. Und dieselben Animationen zu haben, ist auch irgendwie nervig nach einer Zeit. So nach 200 Spielstunden ist es dann doch schon ein bisschen nervig, ne? Naja, wobei ein bisschen mehr ist es dann schon. Hätte ich auch mal gern was Neues gesehen. Okay, Alter, meinst du das jetzt ernst? Junge, ihr Zombies werdet nie besser. Gebt's doch auf. Okay, gut, das war wirklich daneben. Siehst du einen Schuss in den Kopf und du bist schon down. Und du willst ein richtiger Zombie sein. Ach ja, stimmt, Zombies sind ja nach einem Schuss in den Kopf down. Egal. Dann habe ich mich halt mal vertan. Egal. Nicht so wichtig. Jetzt auf einmal ist nichts mehr so wichtig. Tja, ich sollte vielleicht doch noch ein bisschen Auto fahren. Nur ich habe das Gefühl, dass uns diese Fahrzeugfahrerei hier nicht so viel bringt am Ende. Ich versuche das Springen so gut wie möglich zu vermeiden. Eigentlich eine traurige Sache. So, mal gucken, was wir dafür kriegen. Hast du was für mich, Bro? Ja. Jedes kleine bisschen hilft. Und wie viel EP gibt's? Ach,
gar nicht mal so wenig. So, Schlachtmesser, okay, Motorteil. Ich würde mal gern gucken, ob man das Auto aufrüsten kann, aber irgendwie habe ich da auch nicht gerade so die Lust drauf. So, das noch, das noch, das noch und die ganzen Dinger. Oh Gott, das kann ja noch lange dauern. Hier gibt es auch schon wieder neue Missionen. Gläubige. Okay. Hey Bilal, was ist das für eine Gefahr, vor der die Gesichtslosen die Leute auf dieser Notiz gewarnt haben? Keine Ahnung, Mann. Wir gehen nicht mehr in die Stadt. Die Leute, die dort geplündert haben, sagen, dort gäbe es Dämonen. Wir schlagen uns schon mit Zombies rum. Jetzt auch noch Dämonen? Nee, Mann. Keine Ahnung, echt nicht. Ich war schon eine Weile nicht mehr dort. Ich weiß nicht, worum es da geht und worum sie sich kümmern wollen. Aber es würde euch doch helfen, wenn die Stadt sicherer wäre, oder? Naja, klar. Wir konnten dort nach dem Ausbruch ja noch nicht mal irgendwas rausschaffen. Das Militär hatte die Stadt allerdings schon evakuiert, noch bevor überhaupt Infizierte aufgetaucht waren. Und du glaubst, das könnte mit diesen Dämonen zusammenhängen? Könnte sein, Mann, ja. Boah, wie spannend. Wir wissen es aber erst, wenn die Gesichtslosen alles unter Kontrolle haben. Aha. Okay, bitte frag jetzt nicht gleich wieder nach. Das ist schon mal super. Hey Bilal, oh. Ich habe deine Notiz über giftiges Öl gesehen. Was hat's damit auf sich? Ja, Mann, das Zeug wirkt wunderbar. Könnte ich eine Kostprobe davon haben? Im Prinzip schon. Bei mir ist der Eisenhut ausgegangen. Besorgst du mir was? Und wahrscheinlich wächst das Zeug nur auf einer Lichtung irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Ja. Umgeben von einer Horde von Rammern und Kröten. Das ist doch toll, dann kannst du ja selber gehen. Drauf geschissen. Du bist ein cooler Typ und ich habe noch einen Haufen Arbeit. Ich gebe dir einfach das Rezept, ist das okay? Ach. Cool, danke. Aha, okay. Und noch eine vermisste Person. Und noch eine vermisste Person. Und noch eine vermisste Person, weil es so schön ist. So, mit den Rennen habe ich momentan noch nichts am Hut. Prämie einstecken. Ja, da fehlt leider noch ein bisschen was fallen lassen. Ja, toll, was soll das denn bitte jetzt für ein komisches Ding sein? Oh, okay. So, ich lass mal gleich den Bogen hier. Die Armbrust gefällt mir irgendwie besser. Wo ist denn mein Versteck? Ja. Das Kind ist gerade am Pennen. Ach, da. So, was können wir denn Schönes wegpacken? Jagdschrotflinte, zumindest das, was wir... Spritzlackierte Schrotflinte... Nee, brauche ich gerade nicht. Reißpistole habe ich übrigens auch im Inventar. Ja. Nein. Bogen kann weg. Und diese ganze andere Scheiße, mal gucken. Habe ich nicht noch irgendwie bessere Waffen auf Lager, so MP-mäßig, oder... Ich müsste doch eigentlich was haben. Anti-Gardio, keine Ahnung, Waffe. Ist auf jeden Fall schlecht und bringt gar nichts. Habe ich noch nicht einmal verwenden müssen für irgendwen. Aber naja, es gibt ja unterschiedliche Geschmäcker, was Waffen angeht. Auch wenn die Waffen teilweise wirklich nichts bringen, aber egal. So, was hast du im Angebot, Chef? Ah, Raufbold, das ist doch schon mal schön. Das kann ich nicht gebrauchen. Tarnfleck. Schön, das kaufe ich mir. Irres Beil. Eine Handsäge. Gnadenlos. Nee. Nee, irgendwie nicht so. Wobei, den Rest kann ich... Sprengpfeile. Wie kriege ich die Sprengpfeile eigentlich jetzt ausgerüstet? Das wüsste ich mal gerne. Sind wahrscheinlich nicht mal in dem Sinne Pfeile, sondern Bolzen. Ja. So, Gewehrmunition habe ich jetzt auch, glaube ich, nicht so groß verbraucht. Ja, Medikits kann ich noch gebrauchen, Schrauben und den ganzen anderen Rotz kann ich ebenfalls noch einstecken, Küchenkram, Plastikteil und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Dann sollte ich noch meinen Müll verticken, mal gucken, ob der Typ das auch nimmt, ob er dumm genug ist. Okay, gut, das hat er genommen. Das ist ja schon mal wundervoll. Das andere Polizeigewehr kann ja... Erweitertes Polizei... Wow. Feuerkraft ist ja um einiges höher. Ja, dann kann ich Tarnfleck ja eigentlich fast schon wegschmeißen. Dann lass mich das nochmal eben entsorgen. Die Zeit muss sein. Ja, ein bisschen instabil läuft das Spiel gerade. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Schon wieder zu lange im Aufnehmen, oder was? Kommt mir jedenfalls so vor. So, und zwar wollte ich das, das Teil hier da lassen, genau. So, und wenn wir jetzt fertig sind, ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt so gerne aufs Klo gehen, weil die Folge geht ja noch. Dann können wir auch schon weitermachen.
So. Dann mal gucken. Und beruhigen Sie die armen Seelen in der Stadt. Können wir denn irgendwas anderes machen, was vielleicht ein bisschen leichter ist? Das Häuschen hier soll ich mir mal angucken. Vermisste Person, vielleicht lebt sie da. Noch, vielleicht ist sie aber auch schon tot. Normalerweise sind die Leute tot, aber wenn wir Glück haben, dann lebt sie noch. Ja, so weit ist es ja nun wirklich nicht entfernt. Haben wir eigentlich Glück gehabt, dass wir gerade da sind. So, das nehme ich mit. Ja, mal gucken, ob die Person da ist. Ich mag Dying Light wirklich einfach für das System, was das Spiel so ein bisschen hat. Einfach so Leuten in dem Sinne helfen, aber gleichzeitig auch ein riesiges Arschloch sein und irgendwelche Leute zerhacken. Und irgendwelche Sachen klauen. Das macht immer Spaß, vor allem dieser schöne Griff und wie man sich das dann in die Tasche steckt, das ist einfach wundervoll. Oh, hier ist dann schon mal nichts. Wir müssen auf jeden Fall ausschauen, noch jemanden halten, der tot ist. Und ich hätte schwören können, dass ich gerade so ein Zombie-Kind gehört habe. Okay, dann gucken wir mal nach einem Ausweis. Crane hier. Habe gerade noch einen Toten gefunden. Es ist ziemlich sicher einer von deinen Leuten. Jemand kommt, um die Leiche zu holen. Vielen Dank. Na, wundervoll. Jetzt haben wir auch endlich genug Mull für die ganzen Medipacks, wo es diese Kästen überall gibt. Ich liebe die Dinger. Oh Gott, Dämonen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was die mit Dämonen gemeint haben. Den Eiswagen looten, natürlich. Den fliegenden Eiswagen. Wie soll ich denn das alles verbauen? Ich komme damit schon so nicht klar. So, noch ein bisschen Aid. Natürlich. Ja, nee, den Mist brauche ich gerade gar nicht. Hier gibt es nichts zu sehen. Ach, noch zweimal Kaffee. Na, das ist doch schön, da gibt es wieder ordentlich Geld. Ich habe das Gefühl, man braucht hier gar nicht mehr die Zombies looten, weil es an sich schon genug zu looten gibt. Pfandflaschen gibt es hier leider nicht, aber naja. Das kriegen wir auch noch hin. So, soll ich jetzt die Stadt looten oder soll ich mich irgendwo anders hinbegeben? Ich weiß es ja nicht. Also momentan sehe ich nichts anderes. Begeben Sie sich zu Adams Haus. Ich muss ja sowieso zu Adams Haus, deswegen. Das liegt beides in einem Bereich quasi. Dann könnte ich diesen Adams Quest mal kurz annehmen. Und zwar heißt der Jagdfieber, genau. So, ich rüste mal ganz kurz eine gute Waffe aus. Zumindest zur Verteidigung. Vielleicht sollte ich den Punkt auf der Karte mal wegnehmen. Der stört doch ein bisschen. Yep. So, und ein paar Minuten geht's dann noch weiter. Ja, dann mal schauen. Also ich muss die Stadt auch nebenbei von Dämonen säubern. Das ist ja wie Aliens jagen mit SpongeBob und Patrick. Und dann steckt man seinen Nachbarn alle in irgendwelche Plastiksäcke und fühlt sich cool. Toll. Wo ist dieses Scheißkind? Nicht Scheißkind in dem Sinne, dass ich Kinder nicht ausstehen kann. Aber das sind wirklich Rotzgörn. Wo ist dieses Mistvieh im Ernst? Ich muss jetzt hier erstmal durch. Also normalerweise ging das doch länger. Ach, da ist schon mal was. Sehr schön. Ach, das ist Adams Haus. Ja toll, wenn ich nicht reinkomme, dann wird es um einiges schwieriger. Verdammt nochmal. Ah, du bist im verlassenen Turm. Meine Güte, geh jemand anders auf die Eier. Ich werde dich killen, keine Sorge. Ganz ruhig. Ah, jetzt kann man ja endlich auch mal wieder was hören. So, hier oben ist schon mal sicher. Wundervoll. Erstmal heilen zur Feier des Tages. Ach du Scheiße. Ob ich das schaffe? So, das hier ist auf jeden Fall Adams Haus. Sein Haus. So, wie komme ich jetzt hier rein? Ach, keine Lust, das zu knacken. Leute, ich war doch überhaupt nicht laut. Kotzt wen anders an. Und vor allen Dingen verdrückt euch. Du auch. So wie das auch tun mag, ich weiß. Ey, da steht dieses Mistvieh einfach wieder auf.
Unglaublich. Nö. Kannst du knicken. Ich bin schon mal nicht von der Partie. So, kann man das jetzt hier mal aufmachen? Nein. Immer noch derselbe Müll wie gerade. Müll. Oh Gott, der war so schlecht. Naja. Meine Flachwitze müssen leider einfach manchmal da sein. Es führt kein Weg dran vorbei. Ihr müsst es akzeptieren, ob ihr wollt und nicht. Oder nicht. Ich bin ja nicht Andreas von Frauentausch. Und das war übrigens Absicht. Ja, da könnt ihr erstmal sehen, wie krass dieser Bolzen ist. Ups. Hoffentlich rutscht mir kein Finger aus. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Keine Sorge, das verheilt wieder. Alles eine Frage der Zeit und des Muts. Okay, eine Bodenklappe. Komischerweise kann ich die noch nicht öffnen. Woran auch immer das liegen mag, man weiß es ja nicht. Ja, dann mal schauen. So, Tür erstmal auf, dann können wir von hier auch wieder rein, falls wir irgendwas brauchen. Ach, jetzt geht's. Ja, schmeiß runter, genau. Ich habe so das ungute Gefühl, dass hier auch eins von den Plagen ist. Das wird mir echt auf die Nüsse gehen. Jetzt hör doch mal auf rumzuheulen. Meine Güte, du bist doch schon längst ein Zombie. Da gibt's nichts mehr zu heulen. Ist schon zu spät. Akzeptier's. Sei erwachsen. Ach nee, ist ja ein Kind. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. So, was soll denn hier in Adams Haus so schönes rumliegen? Finden Sie einen Weg, Adams Apartment zu betreten. Wahrscheinlich liegt das dann irgendwo oben und ich muss durch eine andere Luke nach oben gehen. Was zur Hölle ist das hier? Und wo führt das Teil hin? Okay. Sehr gruselig. Tja, das war wohl Adam oder so. Man weiß es nicht. Hier geht's auch in kein Apartment rein. Ich knack einfach mal ein paar Schlösser. Ich kann's einfach gerade mal machen. Ist doch tatsächlich offen. Ist ja lustig. So, einmal noch die Dingens hier einpacken. Hey. Oh, das war jetzt aber eine schöne Überraschung. Eine scheiß Überraschung wollte ich schon fast sagen, aber... Nee, am Ende war es dann doch schön. Hab mich gefreut. Verehrter Dieb, ich nenne es bla 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 bla, uninteressanter Scheiß, irgendwas mit Waffen, Adam und wa. Und hast du nicht gesehen und hier und da und tralala, könnt ihr euch ja durchlesen, wenn es euch juckt und bla bla und hier und tra und tra. Ich werde trotzdem reingehen, ich kann ja Schlösser knacken. Und allzu schwer zu knacken ist das Ding auch nicht. Wie war das nochmal? Naja, man kann es dann doch gegen Ende mal wieder vergessen. Die Engelsstatue. Ich weiß nicht, wer die Creepypasta kennt, aber auf jeden Fall eine nette, schöne kleine Parodie. So, ich habe mir jetzt einfach mal Zutritt zu der Wohnung verschafft. Ach so, das war die Tür hier, okay. Tja, hier war schon lange keiner mehr, wie es scheint. Und die verlassene Stadt werde ich dann gleich irgendwann säubern. Ja, das mache ich besser erstmal wieder zu. Warum muss das jetzt alles so schwarz-weiß gehalten sein? Das riecht einfach nur auf. Kriegt man Augenschmerzen von. Und ich kriege eigentlich von wenigen Sachen nur Augenschmerzen. Ja, da wartet schon wieder der nächste Zombie. Ach, ich glaube, die Tür lasse ich mal lieber erstmal zu. Was war da? Nee. Nichts so Dramatisches. Ja, vielleicht ist im Schrank ja noch was. Ach ja, okay, irgendwas mit Campingausflug und bla 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 und hier und da und tralala. Voll interessant. Ich bin einfach nicht der Typ, der sich das gerne alles durchliest. Ich meine, anhören tue ich mir gerne alles, aber... Naja. So, eine schöne Lackierung für Waffen. Ja, hier ist alles weg. Knapp, knapp, bla bla, irgendwas mit... Keine Ahnung. Okay. Das war dann die Waffensammlung. Ich muss also das Meer von weit oben beobachten. Wie wäre es mit dem Leuchtturm? Tolle Idee eigentlich. Vielleicht finden wir unseren Kumpel. Ein Brunnen in einer Höhle, die so auffällig ist, dass sie nicht auffällt. Das war ja arschklar. Nein, das bringt mich nicht weiter. Dann muss ich wohl zum Friedhof. Tolle Idee für einen nächtlichen Ausflug.
Scheint, als hätte ich schon mal einen Berg gesehen, der sich aus dem Wasser erhebt. Könnte diese Felseninsel sein. Na toll. Hoffentlich gibt's oben auch noch ein paar Hinweise, ich weiß ja nicht. Werde ich einfach mal gucken. Scheinbar will der Typ gefunden werden. Nicht hilfreich. Das ist wahrscheinlich die Anleitung für den Loot des Jahres. Okay. Eine Schnur. Hat's ja jetzt vollgebracht. Habe ich noch irgendwas übersehen? Ah! Okay, ich schäme mich fast schon dafür, dass ich gerade bei dem Entwurf den Titel etwas falsch gelesen habe. Dann kann man das wirklich falsch verstehen. Mal schauen. Hier gibt's nicht mehr so viel. Nö. Nö. Na gut, dann gehe ich jetzt wieder raus. Dann seid doch gemein. Wobei ist hier vielleicht... Nee. Nein. Durchsuchen Sie die Wohnung nach hinten. Ma, jetzt muss ich noch weitersuchen. Ach, geh doch weg. Muss diese Atmosphäre die ganze Zeit anhalten, das geht mir echt auf die Nüsse. Nein, das brauche ich gerade nicht. Also quasi gibt es hier noch mehr zu looten, okay. Der Waffenschrank, da ist nichts. Gibt es hier vielleicht hinter irgendeinem Regal noch was zu looten, man weiß es ja. Oh. Ach, das war auch schon alles, das war dieser verfickte letzte Zettel, den ich nicht gefunden habe. Ja dann... Würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dying Light The Following. Und ihr bleibt draußen. Also nicht ihr Zuschauer, sondern die Zombies. Taschenlampe kann ich eigentlich auch mal ausmachen. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.